die russische Hauptstadt. Aber wie? Zwischen Lenin und dem deutschen Generalstab kommt es zu einem historischen Handel. Russisches Hoheitsgebiet, Herr Sinowjew, deutsches Hoheitsgebiet. Ich bitte, diese Grenze nicht zu übertreten. Gar keine neutrale Zone, Herr Hauptmann? Am 9. April 1917 verlässt Lenin mit anderen russischen Emigranten Zürich mit dem Zug. Das Abteil wird bei der Fahrt durch Deutschland, für die Russen ja feindliches Land, zur exterritorialen Zone erklärt. Mit dabei Lenins Frau Nadjeschda Krupskaja und seine Freundin Inés Armand. In Petersburg expropriieren wir beide zuallererst ein Konfektionsgeschäft, Nadja. Ich glaube, den Anzug hat Wladimir Iljitsch schon in Paris getragen. Der deutsche Generalstab hofft bei seinem Handel mit Lenin, dass dieser in Russland für weitere Unruhe sorgt. Denn er plädiert für Frieden mit Deutschland, ist ein Gegner der provisorischen Regierung. Das kann Entlastung für die Deutschen im Osten bringen. Vor seiner Abreise sagt Lenin: Wenn die Deutschen so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, so ist das ihr eigenes Begräbnis. Ich nehme das Angebot an. Doch Lenin und den anderen Emigranten wird nicht nur die Durchreise gestattet. Die Bolschewiken bekommen von den Deutschen auch Geld. Vier Jahrzehnte später wird bewiesen, dass das kaiserliche Deutschland mindestens 54 Millionen Goldmark für die Revolutionierung Russlands ausgab. Heute wird in der Sowjetunion die Tatsache, dass die Bolschewiken Geld von den Deutschen erhielten, noch immer geleugnet. Im Westen ist sie unbestritten. Die Geschichte solcher Fakten ist unbekannt, obwohl jemand hier Fälschungen veröffentlicht hat. Aber ich sehe darin keine Beweise. Das wurde von der Konterrevolution nur ausgenutzt zum Zwecke der Hetze gegen Lenin und die Bolschewiken. Lenins Partei erhielt eine beträchtliche finanzielle Unterstützung von der deutschen Regierung. Für sich allein halte ich dies nicht für das entscheidende Element des schließlichen Sieges, aber es hat dazu beigetragen. Am 16. April kommt Lenin mit dem Zug in Petrograd an. Szenen aus dem berühmten Film Oktober von Sergei Eisenstein. Von Lenin gibt es aus dem Jahre 1917 keine Originalfilmaufnahmen. Lenin kommt im richtigen Moment. Der Führer der Bolschewiken ist nun in der Hauptstadt der Revolution. Nun will er der Entwicklung seine Linie aufzwingen. Die Rede, die er hier vom Panzerwagen vor dem finnländischen Bahnhof hält, ist eine offene Kampfansage an die provisorische Regierung. Der bürgerlichen Februarrevolution muss nun die sozialistische Revolution folgen. Den Soldaten, Arbeitern, Matrosen verkündet er historische Visionen. Eure Revolution war der Beginn einer neuen Epoche der Menschheit. Es lebe die sozialistische Revolution in der ganzen Welt. Nach seiner Rede vor dem finnländischen Bahnhof wird Lenin von der Menge zur Villa Gschesinskaja geleitet. Das ehemalige Haus einer berühmten Tänzerin ist nach der Februarrevolution das Hauptquartier der Bolschewiken. Vom Balkon wiederholt er seine scharfzüngige Rede. Einer, der Lenin damals hörte, war Wassili Minowitsch Bondarenko. Die Rede Lenins hat auf mich einen überwältigenden Eindruck gemacht. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich begann zu begreifen, was Bolschewismus überhaupt bedeutet. Bis dahin hatte ich davon keine Ahnung. Und mir scheint, wenn es Lenin nicht gegeben hätte, hätte es kaum eine sozialistische Revolution gegeben. Denn ein solcher Stratege wie Lenin, eine solche Persönlichkeit, war in dieser Zeit durch niemanden zu ersetzen. Und Lenin tritt an. Am 17. April 1917 tagt im Taurischen Palast, dem Plenum der früheren Duma, der erste allrussische Kongress der Sowjets. Eine Versammlung, die Lenin für seine Ideen gewinnen will.
777 Delegierte, Sowjets aus ganz Russland, kommen hier zum ersten Mal zusammen, um herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Die Bolschewiken sind mit 100 Delegierten in der Minderheit. In diesem Saal trägt Lenin nun ganz offen jene Forderungen vor, die später als April-Thesen Legende werden, nämlich die sofortige Verteilung allen Grund und Bodens, die Verstaatlichung von Banken und Fabriken, die Auflösung der Polizei, des Militärs und der Beamtenschaft. Statt Parlamentarismus also Räteherrschaft. Das ist ein Plädoyer für radikalen Wandel. Doch entgegen der Legende wird die Rede Lenins von der Mehrheit eher skeptisch aufgenommen. Der Revolutionär aus Zürich, er wird ausgebuht. He make a extremely demagogic speech. Lenin hielt eine überaus demagogische Rede, die keinen Erfolg hatte. Ich antwortete ihm jedenfalls. Zwei Tage oder einen Tag später sprach er ein zweites Mal und ich antwortete wieder. Aber ein persönlicher Kontakt war gänzlich ausgeschlossen. Wir hatten ja zu dieser Zeit bereits sehr wichtige Dokumente in der Hand. Wir kannten seine Geldgeschichten. So heißt es: Nieder mit Lenin und gib Lenin wieder zurück an Wilhelm. Gemeint ist der deutsche Kaiser. Die gemäßigten Parteien wehren sich gegen Lenins radikale Forderungen. Bei Demonstrationen wie hier am 1. Mai 1917 ringen um die Gunst der Massen vor allem drei politische Richtungen. Die provisorische Regierung, die nach links rückt, doch dem Parlamentarismus treu bleibt. Die Sowjets, die die Macht im Namen des arbeitenden Volkes nur für sich beanspruchen. Und die Bolschewiken, die vorerst durch die Sowjets an die Macht gelangen wollen und erst später ihre Strategie verändern. Über Lenins Wirken sagt Kerensky die prophetischen Worte: Dieser Mensch wird die Revolution vernichten. Doch die provisorische Regierung trägt durch ihr Festhalten am Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn selbst dazu bei. Sie missachtet die Kriegsmüdigkeit des Volkes. Kerensky, inzwischen Kriegsminister, organisiert im Juni dennoch eine große Offensive. Er glaubt, mit einem militärischen Erfolg Lenin bei seinen Anhängern ausboten zu können. Kerensky, ein glänzender Redner, gelingt es, Bürger und Soldaten noch einmal für die Offensive zu begeistern. Doch der Angriff bleibt bald stecken und er endet als Fiasko. Mitte Juli kommt es in Petrograd zu Massendemonstrationen. Alle Macht den Sowjets, ist die Losung. Die Bolschewiken sind daran beteiligt. Es ist eine erste öffentliche Machtprobe. Die provisorische Regierung befürchtet einen Putschversuch. Die Regierung zeigt entschlossen Härte und befiehlt das Feuer auf die Demonstranten. Die Bolschewiken werden als die Rädelsführer hingestellt und das hat Folgen. Ihre roten Garden werden entwaffnet.